Herzlich willkommen zu Divinity 2. Ja, das letzte Mal haben wir hier in den Orobas-Fjorden angefangen. Übrigens, da hinten sieht man den Drachenturm ganz gut. Also unseren Turm. Ja, wir müssen jetzt irgendwie diese Barrieren deaktivieren. Ja. Wir gehen jetzt einfach mal hier rein und ja, schauen, wo es uns hinführt. Ah, okay. Gut. Gehen die nicht? Nö. Gehen nicht kaputt. Egal. Wir sollten eigentlich richtig sein. Hier oben. Ja. Schau, schau, Geliebter. Wen haben wir denn da? Ach, das ist ja der Drachenritter, meine Liebe. Gefangen vom schwarzen Ring und nicht in der Lage, seine feuerspeiende Gestalt anzunehmen. Wie freundlich von der Schlange, so einfach in unsere kleine Falle zu tappen, Geliebter. Fast scheint es so, als ob sie sich nach dem Tode sehnt. In der Tat sehr freundlich, meine Liebe. Daher würde ich sagen, dass wir ebenfalls freundlich zu unserem Gast sind. Du bist immer so zuvorkommend, Geliebter, und ich stimme dir zu. Komm, lass uns hören, wie es klingt, wenn wir unseren Gast aufschlitzen. Danach, mein Schatz, trinken wir am Kamin das Blut unseres Gastes und lieben uns wie wild. Die wollen irgendwie nicht taugen. Na toll. Okay, Anna ist da. Ja. Und wir auch gleich. Haben wir noch was zum Heilen? Ja, enorme Heilung. Schön. Auch ein bisschen was. Schauen wir noch ein bisschen rum. Einfach mal mitnehmen. Kiste auch. Einfach mal alles mitnehmen. Was ist mit dem? Ah. Nein, tut mir bitte nicht weh. Die Albträume, werden sie jemals verschwinden? Oh, beim Göttlichen. Ich bin Olivia, Hauptmann dieser kleinen Zitadelle. Zumindest war ich das, bis mein gesamter Trupp heute ausgelöscht wurde. Dennoch danke ich euch, dass ihr mich gerettet habt. Nehmt bitte alles, was euch in diesem Raum nützlich vorkommen mag. Ich werde nach Alleroth zurückkehren. Aber bevor ich aufbreche, habt ihr noch irgendwelche Fragen an mich? Sie kamen von innen. Ein Portal öffnete sich und dann waren sie da.
Bevor ich überhaupt richtig mitbekam, was passierte, lagen schon alle tot in ihrem eigenen Blut. Mich haben ihre Anführer verschont. Aber nur, um mich später in einem perversen Ritual zu opfern, das wäre unbeschreiblich schrecklich geworden. Oh, die kann man überall in den Fjorden finden. Orobas, der Drachenritter, der hier vor dem großen Krieg herrschte, ließ sie errichten, um schnelle und sichere Reisen in der Region zu ermöglichen. Euer Orden hat den Einsatz aller Geräte verboten, die mit Drachen in Verbindung stehen. Aber Augustus, der erfahrenste Champion von Aleroth, hat uns dennoch erlaubt, sie zu benutzen. Ich weiß nicht, was ihr darüber denkt, aber ich würde euch raten, die Teleporter zu benutzen. Ansonsten müsst ihr euch auf weite Laufwege und gefährliche Kletterpartien einstellen. Göttlichen Segen. Naja, Kletterpartien nicht wirklich, wenn wir hochfliegen können. Nein, halt! Ihr habt gewonnen, Drache! Wir ergeben uns! Was? Nein, das tun wir nicht, du mieser Feigling! Der Drache hat gerade Lord John und Lady Kara getötet. Denkst du wirklich, dass wir auch nur den Hauch einer Chance haben? Wir ergeben uns. Und wir werden mit euch handeln. Ich habe einzigartige magische Waren im Angebot. Und ich das Beste, was die Schmieden des Rings herstellen können. Abgemacht, Drache. Ganz wie ihr befehlt. Wollt ihr handeln? Ja, wir haben jetzt zwei Händler freigeschaltet. Ich komme nie zum Zug. Wenn es sein muss. Ja, mal schauen, was die dabei haben. Ja, nicht wirklich. Weiterer Gegenstand für meine Sammlung. Drache, Dämon, ist alles das gleiche für mich. Wenn wir das Ding hier noch zubringen, schlitze ich in die Gurgel auf. Nein! War nur ein Scherz, ein dummer Gedanke. Nicht böse. Gut, gut. Ja, nicht wirklich. Egal. Hübsch. Hier ist auch noch eine Kiste. Was ist das? Hebel. Ah, jetzt sind sie deaktiviert. Super. Ein weiterer Gegenstand für meine Sammlung. Ja klar, und jetzt kommt unser Pet nach. Ja, okay. Hier unten hat es aber immer noch. Hier kommen wir nicht durch. Hier ist auch noch zu. Und hier gibt es auch noch eine Wand. Hier ist auch noch eine. Müssten wir jetzt vielleicht mit den Teleportern was anfangen? Es gibt da so eine Art Steuerfeld daneben. Oder hier nicht? Ja doch. Auf diesem Teleporter steht Lager Adlernest geschrieben. Er führt zum Lager Wächterberg. Hier okay. Gut. Ja. Ne, Talana hat das letzte Mal noch was gesagt hinter dem Wasserfall. Bei diesen Felsvorsprüngen ist etwas. Der Wasserfall.
Ja, vielleicht kommen wir hier irgendwie weiter. Mal schauen, was uns hier erwartet. Natürlich, einige Gegner. Level up. Was macht denn auf einmal so viel Schaden? So. Okay, zu wenig Mana. Gut, gehen wir weiter. Ach, hier ist ein Lift. Nach unten. Na toll, der rennt von uns davon. Egal. Nichts Spezielles. Nö. Den kriegen wir schon da unten. Okay, und weiter. Ich muss ein Heilmittel finden. Ja. Also das macht jetzt ordentlich Schaden. Ich muss ein Heilmittel. Ja, schon wieder. Dieses Gift bringt. Das gibt's doch nicht. Verdammt, kein Mana mehr. Okay, ja. Irgendwie haben wir gerade ein bisschen Mühe. Ja. Wo sollen wir durch? Erwache, mein Tierchen.
So, jetzt geht's vielleicht auch ein bisschen besser. Interessant, was ist denn hier? Okay. Uraltes Pergament. Ginseng, das können wir auch brauchen. Verschlossen. Lässt sich nicht bewegen. Ja. Bringt mir den Samen von Irmins Wuhl, dem weisesten aller Bäume, und ihr bekommt meinen Segen, um zu passieren. An den Champions müsst ihr vorbei, nicht jedoch am Stamm der Goblins. Okay. Also hier müssen wir vermutlich drei spezielle Samen zusammensuchen, dann können wir durch die Tür. Oh, mal schauen, was sich dann da hinten befindet. Laufen wir halt in die Richtung weiter. Ich wollte gerade sagen, wo ist eigentlich unser Pet wieder? Hühnchen. Was zum... Was ist denn das? Was ist das? Hühnchenrune am Spieß? Hühnchenrune. Buch über Drachenfertigkeit. Ja. Wir haben irgendwie eine Giftaura oder so an und nach und nach sterben die Hühnchen hier. Naja, okay. Ja, wir haben jetzt eine Hühnchenrune, aber keine Ahnung, was es uns bringt. Okay, offenbar geht die Hauptquest mit diesen drei Samen weiter, die wir zusammensuchen müssen. Das heißt, wir müssen jetzt eigentlich aus der Höhle raus und einen anderen Weg finden. Aber ich werde die Folge heute hier beenden. Danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Bye!